Joel, Captain von IB, 4-3 verloren in allerletzter Sekunde. Wie hast du es erlebt auf dem Feld? Ja, also sicher in der ersten Halbzeit haben wir den Match hergegeben, zwei blöde, dumme Gegengol bekommen. Wobei wir haben uns in der zweiten Halbzeit sehr gefangen, gut angefangen. Hey, ich sage, sie waren das bessere Team und dann haben wir am Schluss echt Nerven verloren. Du hast gesagt, 2-0 in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten, aber der hat gut reagiert. Was hat der Trainer gesagt in der Halbzeit? Ja, also er hat uns recht geweckt, er hat uns gesagt, so geht es nicht weiter, wir sind hier der Chef in Bern. Und das haben wir dann probiert zu umsetzen. Die Umsetzung ist sehr gut gegangen bis zum 3-3. Und nachher die letzte Szene, wo wir schon gemeint haben, ihr hättet die letzte Szene gehabt. Wie hast du es erlebt, dass das um im Strafraum? Ja, ich habe es nicht so gut erlebt, weil ich bin da auf dem 16er gestanden. Ich weiss nicht, wer das Goal hat geschossen, aber sicher ärgerlich, wenn man schon nach Spielzeit eins schießt und dann nochmal eins bekommt, ist später in Niederlage. Also, merci vielmals und gleich alles Gute für die Zukunft. Merci, ja.